Zelebrant ist Pfarrer Lutz Neek. Die kirchliche Leitung hat Joachim Opale. Willkommen in Berlin-Charlottenburg zum Gottesdienst aus der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Maria, der Königin der Märtyrer, ist das moderne, architektonisch bedeutsame Gotteshaus aus den 60er Jahren geweiht, in dem wir uns zum heutigen Fest Maria Lichtmess versammelt haben. Die Kirche steht unweit der einstigen Hinrichtungsstätte des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee, heute eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Diktatur. Viele hundert Hitler-Gegner wurden hier grausam ermordet. Sie haben ihr Leben für die Freiheit des Glaubens und des Gewissens gegeben. Schwestern aus dem benachbarten Karmelitinnenkloster ist die Erinnerung an die Blutzeugen der Hitler-Diktatur in besonderer Weise anvertraut. Wir singen folgende Lieder aus dem Gotteslob: Nummer 357, Nummer 485, 177, 198, 202 und Nummer 372.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich grüße Sie, liebe Gemeinde, hier in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum und am Radio zu Hause oder unterwegs. Wir feiern den Gottesdienst am heutigen Fest der Darstellung des Herrn an einem Ort, an dem all der Christinnen und Christen gedacht wird, die während der dunklen Zeiten des Nationalsozialismus ihr Leben lassen mussten für Glaubens- und Gewissensfreiheit. Einer von ihnen ist der Jesuitenpater Alfred Delp. Am 2. Februar 1945, also heute vor 75 Jahren, wurde er im ehemaligen Hinrichtungsschuppen in Berlin-Plötzensee erhängt. Man kann nicht über Pater Delp sprechen, ohne den evangelischen Christen Helmut James von Moltke zu erwähnen. Zusammen mit Delp und anderen hat er im Kreisauer Kreis über ein freies und gerechtes Deutschland ohne Hitler nachgedacht. Zusammen haben sie im Gefängnis in Berlin-Tegel in christlicher Gemeinschaft gelebt und ein Zeugnis des einen christlichen Glaubens gegeben. Zusammen sind sie in den Tod gegangen. Helmut James von Moltke wurde am 23. Januar 1945 im Plötzensee ermordet. Die beiden Namen, Moltke und Delp, sind in der Krypta dieser Kirche am Ort des Gedenkens eingetragen. So ist dieser Ort hier ein Gedenkort der Ökumene, des einen christlichen Glaubens. Das wird unter anderem deutlich durch die unmittelbare Nachbarschaft der evangelischen Gedenkkirche Plötzensee. Beide Kirchen haben einen gemeinsamen Kirchturm. Im Evangelium hören wir heute von Christus, dem Licht, das leuchtet. Die christlichen Blutzeuginnen und Blutzeugen stehen für dieses Licht in dunkler Zeit. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn hat unsere menschliche Natur angenommen und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt. Läutere unser Leben und Denken, damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. So spricht Gott, der Herr. Seht, ich sende meinen Boten. Er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht,
Er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Walker. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis. Er läutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen, und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Erleuchtet und die Herrlichkeit bringt für dein Volk Israel, und die Herrlichkeit bringt für dein Volk Israel. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatte, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon.
Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in der Kirche und zu Hause. Die Weihnachtszeit ist längst schon vorbei, alles ist abdekoriert. Doch die Volksfrömmigkeit hält vielerorts daran fest, erst an Maria Lichtmess ist Weihnachten richtig vorbei. Auch hier in der Gedenkkirche Maria Regina Martyrum steht noch der prächtige Christbaum mit seinen über 900 Kerzen. In der Tat, dieses Fest ist noch einmal eine Erscheinung des Herrn, des neugeborenen Kindes in der Öffentlichkeit. Die dritte Szene der Weihnachtsgeschichte gewissermaßen. Zuerst waren es die Hirten in Bethlehem, die Einfachen, die kleinen Leute, die das Kind zu Gesicht bekamen. Als zweites dann die Sterndeuter aus dem Osten. Auch sie sahen das Kind in der Krippe mit eigenen Augen, fielen vor ihm nieder und huldigten ihm. Heute berichtet uns der Evangelist Lukas von zwei Menschen, zwei alten Leuten, die das Kind zu sehen bekommen. Es sind der greise Simeon und die Prophetin Hanna. Nach der Erscheinung für die einfachen Leute und für die aus fernen Ländern herbeigereisten Sterndeuter spielt diese dritte Erscheinung im Raum des Ritus, des Kultes der jüdischen Religion. Das Kind wird hineingenommen in das Gesetz des Herrn. Aber die Begegnung mit den beiden Alten, die ihr Leben lang dem Gesetz treu waren, dem religiösen Urgestein, sie sprengt den Rahmen der bloßen Erfüllung der vorgeschriebenen Gesetze durch die Eltern Maria und Josef. Sie eröffnet eine andere Dimension. Dieses Kind, dieser Knabe, den ihr hierher gebracht habt, er ist die Erfüllung der Verheißung Gottes. Hanna, die Prophetin, sie trat hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und Simeon sagt: Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Er gibt uns das entscheidende Stichwort, das Heil. Darum geht es. Das ist die Sehnsucht der Menschen seit Menschengedenken. Jede Religion, jedes Gemeinwesen, jeder Staat wird daran gemessen, ob und wie das Heil der Menschen verwirklicht und gesichert wird. Das Wort Heil hat einen schlechten Beigeschmack. Das Gebrüll der Massen, das Sieg Heil als Schlachtruf derer, die geradezu das Gegenteil im Schilde geführt haben, das macht es schwierig, einerseits. Andererseits wird aber gut deutlich, gerade in der Reparatur dieses Begriffes bestand eine wichtige Aufgabe. Jeder Widerstand gegen den Nationalsozialismus hatte das Ziel, zu heilen und das verlorene Heil wiederherzustellen. Es wird oft zitiert, dieses Wort von Pater Delp, in dem deutlich wird, dass er bis zuletzt um das Heil des Menschen besorgt war. Es sollen einmal andere besser und glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind. Das bessere und glücklichere Leben der Menschen war sein Grundanliegen. Im Kreisauer Kreis, dem Widerstandskreis um Helmut James von Moltke,
war er als christlicher Sozialethiker für den Entwurf einer gerechten Gesellschaftsordnung in einem demokratischen Nachkriegsdeutschland zuständig. Es ist die Frage nach dem Gemeinwohl, um die es hier geht. Das Heilsehen? Delp, Molke und viele andere gehörten zu denen, die genau hingesehen haben. Unheil, ja, das war zu sehen, massenhaft. Nicht nur das Unheil des Krieges, das war ja offensichtlich. Weniger offensichtlich war das Unheil, das sich aus der Loslösung des Menschen aus seiner Verantwortung für Gott anbahnte. Das Unheil, das die Leugnung der gleichen Würde aller Menschen zur Folge hat. In diesen Abgrund zu sehen, war die Herausforderung der mutigen Frauen und Männer des Widerstandes. Alle, die es gewagt haben, zu sagen, was sie sehen, alle, die es gewagt haben, dem Nazi-Heil ein christliches Heil oder ein humanistisches entgegenzusetzen, haben das mit ihrem Leben bezahlt. Mit der Erinnerung an sie als Licht in dunkler Zeit ist es nicht getan. Wir bleiben weiterhin in der Rolle der Hanna und des Simeon und warten auf den Trost Gottes, weil Geschichte eben keine nachhaltige Lehrmeisterin ist. So sieht es Alfred Delp. Er schreibt: Beim Studium der Geschichte macht mich immer wieder die Tatsache traurig, dass wir sie erst nachher studieren. Zu einem guten Teil kann man und müsste sie vorher studieren. Und man könnte und würde so der Menschheit viel Not und Leid ersparen. Der Weg durch die Geschichte bleibt deswegen immer noch ein Kreuzweg. Alfred Delp ist Realist, sieht die ständige und bleibende Aufgabe, vor der die Menschheit gestellt ist. Und so wurde es ja auch in den vergangenen Tagen immer und immer wieder gesagt, beschwörend bisweilen, die Erinnerung muss bleiben. Die Erinnerung muss uns eine Lehre sein. Was geschehen ist, darf sich nie mehr wiederholen. Christen werden sich dabei in die Pflicht nehmen lassen, weil ihnen das Stichwort Heil in das Aufgabenbuch geschrieben ist. Der greise Simeon darf am Ende seines Lebens diese beglückende Erfahrung machen. In dem Kind, das in den Tempel gebracht wird, darf er das Heil sehen. Es bleibt aber eine Vision, ein Ausblick, das Heil, das du, Gott, vor allen Völkern bereitet hast. Wie kann es mir gelingen, den Herrn in dieser Welt darzustellen, so, dass andere ihn sehen? Alfred Delp schreibt nach seiner Verurteilung: Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht und Wahrheit in der Welt war, dann hat sein Leben einen Sinn gehabt. Amen. Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ehre, 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 Ehre.
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du hast den Glaubenszeugen Pater Alfred Delp und Helmut James von Moltke und vielen anderen Opfern der Nazi-Gewaltherrschaft die Kraft verliehen, dich vor den Menschen mutig zu bekennen und ihr Leben einzusetzen. So bitten wir dich auf ihre Fürsprache voll Vertrauen. Für die Einheit der Kirchen, dass der gemeinsame christliche Glaube nicht nur in Worten bekannt, sondern mehr und mehr gelebt wird. Für die Opfer von Hass und Gewaltherrschaft, dass ihr Leid und ihre Not eine bleibende Herausforderung für die ist, die in Sicherheit und Geborgenheit leben. Für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass es gelingt, alle Angriffe auf sie und ihre Kultur abzuwehren und ihnen ein gutes Leben in unserer Mitte zu ermöglichen. Für die katholische Kirche in Deutschland, dass der Weg der Besinnung und Erneuerung an ein gutes Ziel kommt und die Herzen der Gläubigen bewegt. Für die Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind und alle, die sich Sorgen machen, dass sie mit der Hilfe kompetenter Menschen die Krankheit überstehen und die Wissenschaft schnell ein wirksames Medikament herstellen kann. Für uns selbst, dass Jesus Christus für uns das Zeichen des Heils ist, das uns Mut und Entschlossenheit gibt,
in dieser Welt Zeugnis zu geben. Gott, dein Heiliger Geist, war den Blutzeugen ein Beistand in ihrem Bekenntnis. Diesen Geist hast du auch uns gegeben. Dafür danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nach deinem Ratschluss hat dein eigener Sohn sich als makelloses Lamm für das Leben der Welt geopfert. Nimm die Gaben an, die deine Kirche in festlicher Freude darbringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute hat die jungfräuliche Mutter deinen ewigen Sohn zum Tempel getragen. Simeon, vom Geist erleuchtet, preist ihn als Ruhm deines Volkes Israel, als Licht zur Erleuchtung der Heiden. Darum gehen auch wir dem Erlöser freudig entgegen und singen mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes
erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes. Und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem seligen Bernhard Lichtenberg, mit Helmut James von Moltke und Pater Alfred Delp und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in unseren christlichen Kirchen bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns.
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag, als Jesus in die Mitte seiner Jünger trat, sprach er den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, stärke unsere Hoffnung durch das Sakrament, das wir empfangen haben, und vollende in uns das Werk deiner Gnade. Du hast die Erwartung Simeons erfüllt und ihn Christus schauen lassen. Erfülle auch unser Verlangen. Lass uns Christus entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen gilt am Ende dieses Gottesdienstes unser besonderer Gruß, vor allen Dingen denen, die heute nicht zum Gottesdienst gehen konnten, aus Krankheitsgründen, Altersgründen, dass sie in unserer Mitte geborgen waren und einen guten Gottesdienst haben mitfeiern können. Allen anderen sei die herzliche Einladung gesagt, die Gedenkkirche Maria Regina Martyrum zu besuchen, den Klosterladen zu besuchen und natürlich auch die evangelische Gedenkkirche Plötzensee nebenan zu besuchen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und es segne euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Das